Wer Mehrwert wünscht, für den bietet Buderus mit dem Gas-Brennwert-Wandheizkessel Buderus Logamax Plus GB162 genau das Richtige. Die Geräte mit 15, 25, 35 und 45 kW sind besonders für ein- und kleinere Mehrfamilienhäuser geeignet. Größere Heizwärmeanforderungen lassen sich mit dem Logamax Plus GB162 in den Leistungsgrößen 80 und 100 kW sowie auch in der Leistungsgröße 65 kW realisieren. Diese 65 kW-Variante hat die gleichen Abmessungen wie die Geräte mit 80 und 100 kW und kann problemlos mit den bereits vorhandenen Kaskaden-Units kombiniert werden. Somit reicht die Logamax Plus GB162-Baureihe von 15 kW als Einzelgerät bis 800 kW als Achterkaskade. Selbstverständlich sind alle Gerätevarianten ab Werk serienmäßig für den raumluftunabhängigen Betrieb vorbereitet. Somit kann auf die Belüftungsöffnung im Aufstellraum verzichtet und das Gebäude nach NF der gedämmten Gebäudehülle zugeordnet werden. Weitsichtigkeit beweist Buderus auch durch die Positionierung des Drei-Wege-Umschaltventils im Vorlauf des GB162. Hierdurch wird die nachträgliche Einbindung von solarer Trinkwassererwärmung bzw. Heizungsunterstützung deutlich vereinfacht. Während sich der Heizungsfachmann über das aufgeräumte Kesselinnere, die Anschlusskompatibilität zu Vorgängermodellen und die einfache Zugänglichkeit von vorne erfreut, begeistert der GB162 den Anlagenbetreiber durch kompakte Außenmaße ohne seitliche Mindestabstände und eine schallhemmende Wärmedämmung. So beträgt zum Beispiel der Schallpegel bei der 25 kW-Variante lediglich 35 dBA. Herzstück und einzigartig bei der neuen Energieeffizienzgeneration ist Alu Plus, die innovative Edelbrennwertheizfläche. Der Aluminium-Rippenrohr-Wärmetauscher mit Alu Plus-Technologie im Motorblock-Design ist robust, kompakt, einfach zu warten und hat eine noch längere Lebensdauer. Im Inneren jedes Rohres sorgen raffiniert ineinander gedrehte Kanäle für eine größtmögliche Oberfläche und verbesserte Wärmeübertragung und damit für Normnutzungsgrade von bis zu 110,5%. Besonderes Kennzeichen des innovativen Wärmetauschers ist die spezielle Veredelung der Wärmetauscheroberfläche durch ein patentiertes Verfahren der Plasmapolymerisation, für das Buderus die exklusiven Lizenzrechte besitzt. Dieses Verfahren schützt Oberflächen vor Verschmutzung und erleichtert Reinigung und Wartung. Nicht nur der sehr hohe Nutzungsgrad sorgt für Ressourcenschonung, sondern auch die Hocheffizienzpumpe mit Permanentmagnettechnologie. Diese Heizkreispumpe entspricht der Energieeffizienzklasse A und wird im Leistungsbereich von 15 bis 45 kW eingesetzt. Der Stromverbrauch liegt etwa 75% niedriger als bei einer konventionellen Pumpe und spart somit etwa 40 Euro pro Jahr. Zur Trinkwassererwärmung im Einfamilienhaus bietet sich die Ausführung des Logamax Plus GB162 mit integriertem Schichtenladespeicher an. Der Speicher hat einen Inhalt von 40 Liter und lässt sich bei der Installation durch seine kompakten Außenmaße ganz einfach an den Wandheizkessel Logamax Plus GB162 andocken. Somit erreichen Kessel und Speicher eine Gesamtbreite von nur 920 mm. Ein hochleistungsfähiger Plattenwärmetauscher erwärmt das Wasser und lädt es von oben schichtenweise in den Speicher hinein. Bei einer Warmwasserdauerleistung von 33 kW liefert er 15,5 Liter Warmwasser pro Minute mit einer Temperatur von 40 Grad Celsius. Für größeren Warmwasserbedarf bietet Buderus die bewährten nebenstehenden oder untergestellten Speicherlösungen an. Bedient wird der Logamax Plus GB162 über die Bedieneinheit RC35. Mit dem Grafikdisplay und einer einfachen Menüführung ist die Bedienung komfortabel und genial einfach. Und wer Informationen von seiner Heizungsanlage wünscht, kann die einfach abfragen. Nimmt man alle Punkte zusammen, steht der Gas-Brennwert-Wandheizkessel Logamax Plus GB162 für zukunftsweisende Brennwerttechnik, die Maßstäbe setzt. Geben Sie sich nicht mit weniger zufrieden.